soll es heute mal um meine erste Stasi-Akte gehen, weil also ein paar Fragen ungeklärt waren beim letzten Movie über die Verurteilung meiner Körperverletzung. Und da reden wir heute mal drüber. So, ich hätte noch ein kleines Vorwort im Feld. Und zwar ist es so, dass ich auf viele Sachen, die ich im Leben gemacht habe, nicht unbedingt stolz bin. Es soll eigentlich so aussehen, als ob ich mich hier mit irgendwas rühmen würde. Ich weiß, ich war kein Guter. Und ich weiß auch, wieso und warum, weshalb, aber ich will die Schuld natürlich nicht unbedingt auf andere abwälzen, sondern mein Handeln, was ich gemacht und getan habe, habe ich gemacht und habe ich in dem Fall auch so entschieden zu dieser Zeit. Warum, wieso, weshalb das so alles gekommen ist, da werden wir später nochmal drüber reden. Ansonsten möchte ich euch sagen, also ich habe einiges Leid über Leute gebracht. Und wenn ich heute zurückgucke, würde ich einiges anders machen. Und mir tut auch vieles wirklich leid. Wenn ich einige Sachen rückgängig machen könnte, würde ich es natürlich machen. Und ansonsten kann ich mich jetzt nur bei allen Leuten mich entschuldigen, denen ich Leid zugefügt habe, ob jetzt gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Nur so viel zum Vorwort. Es ist natürlich so, ich berichte aus meinem Leben und das gehört nun mal mit meinem Leben mit dazu, die ersten paar Jahre. Und ja, ich war ein junger Mensch. Ich war ja 20 Jahre. Und ja, dann macht man viele Sachen, die dumm sind und wo man nicht unbedingt überlegt, wo man erst später sich im Klaren wird, dass das an für sich nicht so gut war. Ich finde anderen Menschen weh zu tun heute auch nicht sehr gut. Auch wenn Leute schreiben, das könnte mir heute noch passieren, das passiert aber heute nicht mehr. Heute habe ich mich so weit im Griff. Ich war halt, ich will das jetzt auch nicht auf ADHS schieben, aber ich war ein sehr impulsiver Mensch. Und ich kann nur sagen, das meiste tut mir wirklich leid. Es ist auch nicht so einfach dahergesprochen, sondern ich meine das wirklich so. So, fangen wir jetzt mal an zu meiner ersten Stasi-Akte. Und zwar war es so, ich bin auf dem Roten Berg aufgewachsen. Das war ein Neubauviertel. Wir hatten keine Gelegenheit, irgendwo hinzugehen. Wir hatten keinen Jugendclub oder sonstiges und deswegen haben wir uns auf der Straße getroffen. Und zwar war es so, das war wie so ein Hinterhof, also kann man ja nicht sagen auf dem Roten Berg, aber da waren drei Bänke und dann war eine Freifläche für Kellerloch. Die meisten werden wissen, was Kellerloch ist, muss ich ja nicht dazu erwähnen. Das ist ein Fußballspiel, wo jeder für sich spielt und da in so ein kleines Kästchen reinschießt. So, es war so, dass wir ja ansonsten keine Unterkunft hatten. Wir waren Jugendliche, wir waren im Alter zwischen 14 und 17, 18. Genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Und auf jeden Fall war es so, dass wir uns in dieser Gegend jeden Abend getroffen haben. Wir waren im Schnitt immer so 10 Mann, waren Mädchen dabei, Jugendliche dabei und haben uns immer getroffen, haben uns dann auf die Bänke gesetzt, haben eine geraucht, haben uns unterhalten, im Schnitt von 5 um 6, also 16, 17 Uhr. Bis 21 Uhr, da haben wir uns getroffen, da kam der mal und der ging wieder und der ging, war immer so ein Hin und Her und wir haben uns unterhalten. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Werbung, bevor wir zum Wesentlichen kommen und dann sehen wir uns ja gleich. So, es geht ja um meine erste Stasi-Akte.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, ich hatte persönlich drei Stasi-Akten. Und zwar einmal die Akte Keller, die Akte Gang 2 und die Akte Kurve. Also bei Akte 2 und Akte 3 ging es dann schon um Fußball, um den Fanclub Ostkurve. Aber das ist ja nicht, das sind die letzten Akten. Wir wollen uns heute nur über die erste Akte unterhalten. Und zwar war es so, habe ich ja eben schon erzählt, dass ich auf dem Roten Berg aufgewachsen bin. Und zu dieser Zeit, wo wir uns da hinten getroffen haben, auf den Bänken, waren vermehrt in dieser Gegend Kellereinbrüche. So, jetzt hat die Polizei oder die Kriminalpolizei, die Polizisten eine Anweisung gegeben, sie möchten doch bitte mal die Jugendlichen kontrollieren und namentlich erfassen, die immer jeden Abend da unten sind. Die könnten was damit zu tun haben. So, jetzt war es so, dass wir da ganz gemütlich da saßen und dann kamen zwei Volkspolizisten und ich brauche euch ja nicht zu sagen, ich bin in der DDR aufgewachsen, wir wissen jetzt, denke ich mal, alle. Und wir waren schon Staat, Sicherheitsstaat und ein Polizeistaat. Das heißt, die Polizei ist ziemlich forsch und grob rangegangen. So, jetzt war es so, dass die zwei Volkspolizisten kamen und haben sich nicht vorgestellt und nicht, sondern haben gesagt, ja, alles weiß er ja. So, jetzt ist es natürlich so, ich wusste das, dass man sich früher als Polizist vorstellen sollte. Ich bin Polizist Oberwachmeister Meier, könnte ich mal bitte Ihre Ausweise sehen. Mit dem Spruch wäre an sich alles in Ordnung gewesen, aber ich war eben dagegen. Ich habe ja schon immer so ein bisschen später auch gegen den Staat mich gestemmt. Und habe dann natürlich gesagt, also wenn du mir nicht sagst, wie du heißt und wer du bist, dann kriegst du von mir auch keinen Ausweis. Die meisten haben natürlich den Ausweis hingegeben und ich halt nicht. So, dann gab es, wollte dann einfach gehen, dann wollten sie mich festhalten, da habe ich mich natürlich losgerissen und bin einfach gegangen. Die zwei Volkspolizisten haben die anderen kontrolliert und haben die aufgeschrieben und damit war an sich der Nachmittag für die Polizisten okay und ich bin dann später wieder hin, da haben wir noch ein Bierchen getrunken und Zigarettchen geraucht, was man eben als Jugendlicher so macht. So, jetzt ist es natürlich allerdings so, wie wir alle wissen, wenn so ein paar Jugendliche sind, gibt es natürlich immer ein paar Leutchen, die sich vor der Polizei natürlich hervorheben müssen. Und so war es an dem auch. Da war eine Person mit dabei, die ist ein paar Tage später auf die Polizei gegangen, wo die zwei Volkspolizisten saßen und haben dann Angaben gemacht über meine Person, wer ich bin und wie ich heiße. So, das habe ich zu Hause, dieses Protokoll. Es ist so, ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Ich setze euch mal eins rein hier von der Akte Keller, weil Keller hieß die, weil ja die Kellereinbrüche waren. Und da hat er dann, dieser junge Mensch hat dann Angaben über mich gemacht. Allerdings waren die Angaben, ja, wie soll ich mich ausdrücken, natürlich ganz schön gewöhnungsbedürftig. Also ich habe das ja alles nicht gewusst und habe das auch erst viele, viele Jahre später erfahren, wo ich meine Akten angefordert habe. Auf jeden Fall hat dieser junge Mensch dann gesagt, ja, das ist der Herr, ist ja egal jetzt, das ist der Herr Mario und der hat schon immer die große Fresse und hat hier die Jugendlichen unter Kontrolle, holt auch mal ein Bier, gibt auch mal Zigaretten aus und ist sehr streitsüchtig und lässt sich halt nichts gefallen und ist ein sehr unsympathischer Mensch. Ja, es ist natürlich so, dass diese Akte, oder ich würde sagen, wir sind schon wieder so weit, ich muss ein bisschen schneller reden, sonst schaffe ich das gar nicht alles in einen Film zu packen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Witz des Tages. Viel Spaß! Welcher Tag ist für U-Boot-Fahrer der gefährlichste? Opa! U-Boot!
Doktor offene Türen! War da gut? Gut. Der war gut. Gut, Doktor. So, hier ist er wieder. Und zwar war es dann so, ich hatte natürlich dann meinen ersten Eintrag. Und der war natürlich, also der allererste Eintrag war natürlich von den Volkspolizisten. Es wurde eine Akte angelegt dann über mich. Beziehungsweise die Akte wurde von den Volkspolizisten zur Kriminalpolizei. Und die Kriminalpolizei hat sie dann zur Stadtsicherheit geschickt. So, dann hatte ich meine erstmal den Negativeintrag von den zwei Volkspolizisten und dann den Negativeintrag von diesem jungen Mensch, der da eben schlecht über mich geurteilt hat. Auf jeden Fall war es dann so, ein paar Wochen später, die Kellereinbrüche sind ja nicht aufgeklärt worden, und ein paar Wochen später war es dann so, ich war ja Lehrling, ein Maurerlehrling, und habe in Waltershausen meine Lehrstelle gehabt als Maurer. Dort wurde ein großes Gummiwerk gebaut und da mussten wir das halt herrichten, mauern und verputzen. So, auf jeden Fall bin ich eines Tages früh zur Arbeit gefahren und da war mein Lehrmeister krank und dann hat mein Brigadier gesagt, hör zu, wir können uns jetzt nicht um dich kümmern, fahr wieder nach Hause und geh morgen in deine Berufsschule und da frag mal nach, was du machen sollst. Ja, da bin ich frühs wieder nach Hause gefahren und zwar war es so, ich bin von Waltershausen mit dem Bus nach Gotha und von Gotha hatte ich ein bisschen Aufenthalt, da habe ich mir eine Zeitschrift gekauft und habe mir in Gotha in der Gaststätte eine Zeitung gekauft und habe einen Kaffee getrunken. So, jetzt hatte ich allerdings ein paar Tage vorher meinen Schlüssel verloren und wollte jetzt nach Hause, aber konnte ja nicht rein. Ich habe ja bei meinen Eltern noch gewohnt und mein Bruder hat ja auch noch dort gewohnt. So, jetzt habe ich gedacht, naja, machst es ganz einfach. Gehst du zu deinem Bruder in die Schule und holst den Schlüssel und dann ist alles in Ordnung. So, jetzt bin ich natürlich in die, ich glaube, POS 53 oder 54, die ist auf dem Rodenberg, bin ich hingegangen und habe auf die große Pause gewartet, dass mein Bruder rauskommt. So, jetzt saß ich auf dem Schulhof und hatte die Zeitung so in der Arschtasche drin, habe auf meinen Bruder gewartet, der kam dann auch, da ist er, du hörst mal zu, Dicker, gib mir mal einen Wohnungsschlüssel. Ich komme gerade nicht rein, wisst ihr, ich habe den Schlüssel verloren, etc. Und da war ein, auch Jugendlicher, der hat mir die Zeitung aus der Hosentasche rausgezogen und hat damit rumgewedelt und wollte mich ärgern. Ja, den habe ich natürlich am Ohr geschnappt hier, habe das Ohr lang gezogen und habe gesagt, gib die Zeitung her. So, jetzt hat er mir die Zeitung gegeben, das haben natürlich die Lehrer gesehen. Und haben mich des Schulhofs verwiesen. Ja, ich hatte natürlich damals immer große Klappe und da ist er, ja, ich warte hier auf meinen Bruder und bleib mal ruhig und hin und her. Und dann kam noch der Direktor und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Also da ist nichts weiter passiert. Mein Bruder kam dann, hat mir einen Schlüssel gegeben und dann bin ich nach Hause. Allerdings hat die Schulleitung dann eine Anzeige gemacht und hat das zur Polizei gebracht. Die Polizei hat es wieder zur Kriminalpolizei gebracht und die Kriminalpolizei hat diese Anzeige natürlich zur Stasi gebracht. Also ist so, ich wurde da nicht angeklagt oder irgendwas, das wurde einfach still und liegen gelassen, das wurde gar nicht irgendwie erwähnt. So kam es, es war dann natürlich so, dass sich dann festgestellt hat später, dass die Kellereinbrüche andere Leute gemacht haben. Und somit wurde die Akte an für sich zugemacht und wurde weggelegt. Jetzt war es natürlich so, dass ich in dieser Akte schon drei Negativeinträge hatte. Also hat man sich gedacht, auf den Herrn Mayo müssen wir ja doch ein Auge werfen, wie das sich entwickelt, ob das jetzt schlimmer wird oder nicht. Ja, das kann man so sehen und so sehen, ist natürlich vom Prinzip her meine eigene Schuld, dass ich da immer so mal reagiert habe. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so bei mir viel, wie es im Wald reinschallt, so kommt es wieder raus. Und hätten die Polizisten
es sich ordentlich vorgestellt, da wäre wahrscheinlich meine erste Akte gar nicht bei der Stadtsicherheit gelandet. So, wir sind schon wieder über die Zeit. Ich würde sagen, ich mache jede Woche mal ein Movie, immer mal über was anderes. Wie gesagt, ich bin auf einige Sachen nicht stolz, aber es ist so, es gehört zu meinem Leben mit dazu, es ist passiert und ich will euch an meinem Leben ein bisschen teilhaben. So, ansonsten würde ich sagen, wenn euch meine Movies gefallen, würde ich sagen, Abo wäre nicht schlecht, auf kostenfreier Basis natürlich. Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, habt ihr auch die Chance, Daumen nach unten zu machen. Ansonsten könnt ihr kommentieren. Beleidigung und zu lange Diskussionen lösche ich im Schnitt raus, weil das bringt mir persönlich nichts. Das regt mich nur auf. Und ansonsten würde ich sagen, ich würde heute mal grüßen. Outsideware hat mir auch sehr, sehr geholfen. Ich kenne ja die ganze Familie, alles schick, Grüße gehen raus, ich wünsche euch was. Ansonsten würde ich sagen, ja, bleibt mir alle gesund, bleibt mir alle treu und werdet alle glücklich. Bis die Tage, euer Tattoo-Man.